Was ist die gut war der, sehr gut. Ziehen. Ich glaube, wie die meisten Deutschen bei den Olympischen Spielen 72 sind wir genauso hoch gesprungen wie Sie fast vor Begeisterung. Und das war ja das Ereignis für einen Leichtathletiktrainer. Da war ich sehr, sehr begeistert. Ja, da haben wir uns kennengelernt. Dann habe ich das ein bisschen verfolgt, wie es mit dir weiterging. Dann war das, glaube ich, 76, wo es dann nicht so gut lief. Und da hat man mir auch schon Gedanken gemacht. Was kann denn sein, wenn einer das so gut drauf hatte, was dann passiert ist? Ein Trainer muss permanent Kritik üben, permanent verbessern. Bei Osi war es so, er steht permanent neben einem. Das habe ich auch so verlangt und fand ich auch richtig. Es ist sicherlich so, dass wir haben 30.000 Vereine oder noch mehr, dass das nicht immer in den Vereinen, wo sich Talente anbieten, ausgebildete Trainer zur Verfügung stehen. Das Trainerbild, was nach außen hin existiert, ist entweder gar keins oder einer, der mit Zuckerbrot und Peitsche arbeitet. Silke. Und ich kann wirklich auch jetzt erst nach vielen, vielen Jahren sagen, dass meine Trainer mir was Gutes angetan haben, dass das eine schöne Zeit war. Wenn ein Athlet im Leistungssport steckt, nimmt er das wahrscheinlich gar nicht so wahr. Aber ich kann jetzt sagen, das war eine tolle Zeit und die Trainer, die ich hatte, die haben mir viel gebracht. Das ist, wovon ich dann zurückbekomme, dass derjenige, dem ich was geben wollte, dass der das auch so empfindet und das auch weitergibt oder anerkennt. Ja, ist das Trainersein in Deutschland manchmal schwierig oder man hat in letzter Zeit so viel darüber gelesen? Überall sind die gleichen Probleme mit den Trainern. Natürlich haben wir Probleme. Ja gut, aber auf der Haut kann lassen. Die Trainer in den Bayer-Vereinen zum Beispiel, die stehen ja immer noch ganz gut da. Die haben alle gut reden, also im Vergleich zu vielen anderen, die eben diese Mischfinanzierung haben, die auch in diesen Vereinen angestellt sind, die wirklich jedes Jahr erneut versuchen, ihren Vertrag zu bekommen und aufgrund dessen Schwierigkeiten haben, zum Beispiel eine Familie zu planen. Ja, das ist sicherlich sehr, sehr schwierig. Und es gibt viele, viele idealistische Trainer in kleinen Vereinen, die... Ja, komm. Viele idealistische Trainer in kleinen Vereinen, die eben nicht so gute Möglichkeit haben wie hier in so einem Großverein. Und da wundere ich mich immer, dass die trotzdem mit einer Begeisterung beim Sport bleiben, trotz dieser Schwierigkeiten. Das finde ich immer wieder toll.